Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zum Video Nummer 125. Wie immer, jeden Freitag 16 Uhr bin ich für euch da. Und heute geht es mal, wie soll ich mal sagen, einen kleinen Schritt zurück, aber nicht wirklich, keine Angst, wir gehen keinen Schritt zurück, sondern ich hole etwas weiter aus, ehe ich euch nachher zum Schluss das Ergebnis präsentiere, wo es hingegangen ist. Die ganz Ungeduldigen werden wahrscheinlich gleich nach hinten springen. Mein Video wird irgendwie 30 Sekunden Aufruf haben. War ein Scherz. Nein, natürlich. Guckt euch doch an. Ich freue mich doch drüber, wenn ihr da seid. Und ja, wie gesagt, hier sehen wir jetzt gerade ein Stück Holz, was gesägt wird. Nein, Blödsinn, natürlich sehen wir das, aber darum geht es jetzt nicht. Und zwar ist das die Plattform, wo genau da rechts, oder was jetzt hier so schräg nach links hinten zeigt, ist dieses Tunnelportal hingekommen, wo ich neulich mit dem 3D-Stift diesen Felsen ran modelliert habe. Diesen 3D-Stift, da wurde ich übrigens gebeten, da mal doch mal ein Video zuzubringen, was ich da für einen Stift verwende, wie ich das gemacht habe, was für Filament und so weiter und so fort. Das würde ich natürlich gerne machen. Das werde ich entweder in der nächsten Woche oder in der übernächsten Woche mal zeigen. Da werde ich so einen kleinen Zusammenschnitt von verschiedenen interessanten Dingen bringen. Unter anderem habe ich ja auch neulich ein Päckchen bekommen, ein Päckchen bekommen. Und zwar, eins von den beiden hier, ich glaube, das ist es. Und das möchte ich euch natürlich zeigen. Das habe ich von jemandem geschickt bekommen, von einem lieben Abonnenten. Das möchte ich natürlich nicht versäumen, euch zu zeigen. Das habe ich schon vor 2 Wochen, glaube ich, bekommen. Aber da passt es ganz gut ins Video nächste Woche mit rein. Und da werde ich euch das gerne mal präsentieren, was ich da bekommen habe, Schönes. Und ein paar andere interessante Sachen übrigens werden da auch zu sehen sein. Jetzt wollen wir aber mal auf die interessanten Sachen in dem heutigen Video zu sprechen kommen und nicht nur von der Zukunft. Hier sehen wir übrigens das Portal. Also wir sehen, ich habe einen Schritt zurück gemacht. Da ist das Portal, wo der Felsen eben entsprechend noch nicht fertig moduliert war. Das haben wir eben kurz gesehen. Wir werden es wahrscheinlich auch kurz sehen. Denn hier mache ich gerade die Wand rein. Wer das Video gesehen hat mit dem Portal, das werden vielleicht einige von euch sein, die wissen, dass ich da unter anderem erwähnt habe. Wer es nicht mehr weiß, ist auch völlig in Ordnung. Das muss man sich ja nicht alles merken. Ich bin ja nicht der Einzige, der Videos macht. Und dass ich ja diese kleine Wand hergestellt habe, die zwischen den beiden linken und den einen rechten Portal gemacht wurde, da habe ich gesagt, da kommt was hin. Da habe ich so einen kleinen Pfeil wandern lassen und sowas. Und ja, das war das halt. Ne? Was mache ich jetzt? Jetzt habe ich hier ein Stück Styrodur oder Hartschaum. Styrodur ist das gar nicht in dem Sinn. Das ist reiner Hartschaum, glaube ich. Aber so genau kenne ich mich mit den Materialbezeichnungen nicht aus. Das ist so, weiß nicht, 2-3 mm stark, was ich hier habe. Das kann man wunderbar mit dem Messer ritzen. Und daraus schneide ich jetzt, wie gesagt, die 2 Streifen. Nicht wie gesagt, das habe ich noch nicht gesagt, aber jetzt sage ich es euch. Und diese beiden Streifen sollen genau als Tunnelbegrenzung unten eingebaut werden. Wer meinen letzten Videos ein bisschen gefolgt ist, weiß, dass die Stelle schon ein bisschen weiter war, aber man hat das gar nicht so richtig wahrgenommen, dass das schon dort eingebaut worden ist. Deswegen zeige ich es euch heute ganz gerne. Das wären sozusagen die Tunnelwände innen. Und ja, Tunnelwände innen, logisch. Na klar sind die innen, Tunnelwände außen, ja, ist egal. Die machen ja manche gleich so als Bogen ringsrum oder man hat, wenn man fertige Portale kauft, das auch schon so dran, wo man das dann so reinstecken kann, aus Papier gebaut oder irgendwas in der Art. Das in der Form geht bei mir nicht. Das ist nicht möglich, das will ich auch gar nicht. Ich möchte, wenn ich oben alles abnehme, ihr habt es ja in dem vorletzten Video vielleicht gesehen, dass ich alles sowieso, einer hat es mit Tetris verglichen, alles auseinanderbauen kann, kann ich ja von oben reingreifen. Und was nützt mir dann eine gebogene Tunnelröhre, wenn ich da auch nicht mehr rankomme? Also deswegen 2 Wände ran und ich kann euch garantieren, wenn ich jetzt hier reingucke, da hinten ist es ja schon fertig, wenn ich jetzt hier reingucke, vielleicht mache ich mal noch eine Aufnahme rein. Ich weiß es aber nicht, ob ich dran denke nachher noch, bin ich ehrlich. Das sieht man nicht. Das sieht wirklich aus wie 2 Tunnelwände. Da drin, da hinten ist es dunkel wie in einer Bärenhöhle. Du siehst tatsächlich links und rechts, wie die Wände so verschwinden und das war's schon. Und dann guckt man auch so vielleicht von oben drauf. Ich habe auch mal eine Kamera reingehalten mit Licht, um das mal so ein bisschen einschätzen zu können. Da sieht man's. Das siehst du nicht. Das sieht fantastisch aus, wenn du von draußen reinguckst. Hier einmal nach links gebogen, da einmal auch nach links, logisch, aber in die andere Richtung so nach hinten weg. Moment, mein Bild ist gerade weggegangen.
Und das sieht man wunderbar. Und natürlich male ich alles schwarz an in einem Tunnel. Ich male ja sowieso alles schwarz an bei mir auf der Anlage. Und dann natürlich im Tunnel sowieso. Denn wenn ich da reingucke und sehe irgendwelche Holzteilchen, obwohl da, wo ich gerade pinsle, könnte ich das nicht sehen, weil ja davor noch ein Portal steht. Ne? Das würde man nie sehen. Aber ist egal. Hier sehen wir jetzt übrigens nochmal, wie ich die Wand dazwischen gestalte, zwischen diesen beiden Portalseiten, also nach links und rechts. Und wer jetzt sagt, boah, so viele Tunnelportale auf einen Haufen. Man sieht die Stelle gar nicht, wenn ich vor meiner Anlage stehe. Das, was ich hier gebaut habe, ursprünglich war mein Plan, an der Stelle gar nichts in der Form reinzubringen, sondern einfach die Züge verschwinden zu lassen. Man sieht es einfach nicht. Aber mich hat das Ego wieder gepackt. Ich habe gesagt, nö, da muss irgendwas hin. Da kommt ein Tunnelportal, das wird schön gestaltet. Da kommen auch Bäume hin, da kommt auch Gras hin, da kommt auch Schotter hin, da kommt alles hin, wie man sich das wünscht, auch wenn man es nicht sieht. Denn wenn ich mal eine Kamerafahrt machen möchte, irgendwann mal später, keine Ahnung, ob ich es jemals machen werde, aber es kann ja durchaus passieren, da hinten sehen wir es. Und wenn ich hier vorne links stehe, so hier so links, sieht man das überhaupt nicht, was ich da hinten gebastelt habe. Aber ich weiß, es ist da. Und wie gesagt, wenn ich mal von der ganz anderen Seite der Anlage, habe ich neulich mal ein Foto gemacht, sieht man sie ganz hinten. Also ich war der Meinung, das gehört dahin, das wird zugebaut alles. Wie gesagt, oben kommt auch Landschaft noch drauf. Das bleibt da nicht alles so schwarz und so sprenkelig, sondern alles schön gemacht. Jetzt habe ich ja die Hintergründe neulich euch vorgestellt. Eben diese gerippten Teile, die ich hier euch jetzt zeige. Und das ist jetzt die rechte Seite meiner Anlage. Auf der rechten Seite wird sich übrigens in der nächsten Zeit auch einiges ändern. Da habe ich jetzt gestern mit meinem Söhnchen mich hier hingestellt. Mein Söhnchen guckt mir mittlerweile in die Augen, aber es ist halt trotzdem mein Söhnchen, und habe ihn gefragt, er ist kein Modellbahn-Fan, muss ich mal dazu sagen, und habe ihn gefragt, sag mal, was würdest du denn meinen, wenn ich jetzt hier links weiterbaue? Ich habe ein paar Vorschläge gemacht, wie ich mir das so denke, dass das vielleicht nett aussehen könnte. Wollen wir das vielleicht so machen oder sollte ich das vielleicht so machen? Was meinst du? Und da hat er mir recht guten Rat gegeben, einen von meinen Ratschlägen genommen sozusagen, aber das war das, was ich gehofft habe, dass er mir sagt, Mensch, mach's doch so, das könnte schöner aussehen. Hier sehen wir übrigens gerade die, entschuldigt, weil ich war gerade so versunken ein bisschen in das, was ich hier im Hintergrund mache. Das ist diese kleine Staubschutzwand, die ich einbaue, die ich, vielleicht kann sich manch einer daran erinnern, die hatte ich so rausgezogen, wo ich sage, die sieht man überhaupt nicht mehr, die ist wirklich nur dafür da, diese Wand da oben, dass man sozusagen das reinschiebt. Und die Anlage ist von innen staubgeschützt, weitestgehend natürlich, weil durch irgendwelche Portale oder Öffnungen kann ja immer noch mal ein Körnchen eintreten. Aber das ist was ganz, ganz anderes, als wenn man alles offen hat, links und rechts, und man hat da irgendwo alles, ja, Staub zu, wie auch immer. Ihr habt es ja vielleicht im letzten Video gesehen, was ich da rumgeputzt habe, wie die Gleise aussahen. Das kam natürlich von den ganzen Schleifen und Bohren. Und gerade hier vorne auch, wo jetzt hier die Leiste ist, wo meine Hand drauf liegt, das habe ich jetzt alles schon gerade und zu. Das wurde alles verspachtelt und verschliffen und hat auch wieder jede Menge Dreck gemacht. Und dadurch, dass ich aber soweit alles zu habe jetzt schon, also nicht so nur mit den Leisten, wir sehen es am Ende des Videos nachher noch, wie das alles geschlossen wird, habe ich relativ Ruhe jetzt. Da kann ich eben sagen, ja, mein Gott, da kommt halt mal ein bisschen Staub drauf. Meine offenen Strecken, die kann ich absaugen, die kann ich mit dem Läppchen mal kurz überwischen und dann ist gut. Hier sehen wir es übrigens, was ich gerade meinte. Ich glaube, ich habe das letzte Thema schon wieder vergessen, fertig zu erzählen, aber trotzdem mache ich mal hier weiter. Und wie typisch Uli, aber ist egal. Und zwar habe ich diese Rückwände, das war gar nicht geplant, das habe ich mir neulich erst überlegt, denke, mach das doch einfach zu. Wie beim Flugzeugmodellbau habe ich das so zugebaut, also zugeklebt von hinten. Das heißt, ich habe das ganz normales Papier, ich habe immer so ein Ökopapier, habe ich dann eben mit Weißleim hinten die Kanten dann bestrichen, das drauf gemacht und habe dann diese Kanten, wir sehen es da oben, glaube ich, in dem kleinen Fenster, wenn ich jetzt mich recht erinnere, das ist schon wieder ein paar Tage her, dass ich das, ich habe alles mit Weißleim Wassergemisch eingestrichen noch. Ja, da oben sieht man, wie ich gerade den Kleber auftrage, wie ich das Papier aufgeklebt habe. Hier vorne im Vordergrund sehen wir nur, wie ich es schwarz gemalt habe, wie alles. Hätte auch Papierfarben bleiben können. Aber das war das übrigens, was meine Frau meinte in dem einen Video, wo sie sagt, Mensch, warum hast du denn das gemacht? Vielleicht erinnert sich der ein oder andere auch daran. Ja, und habe das, wie gesagt, mit Wasser-Weißleim alles vermischt. Hier sehen wir es vielleicht ein kleines bisschen. Und dadurch hat das Papier, was hier so wellig ist, das ist nachher alles straff wie bei so einem Flugmodell. Ja, das eben der Kleber, der dann trocknet, jetzt sehen wir es da oben, da mache ich dieses Wasser-Weißleim-Gemisch drauf. Das ist nur so ein Beispielteil. Und hier sehen wir die ganzen Teile rumliegen, die ich dann fertig habe. Wie gesagt, das Papier hat sich schön
straff gezogen. Da kann man, wenn man so ein bisschen mit dem Finger drauf schnickt, dann hat man da auch so einen Spannungston. Also das ist wirklich schön. Wir sehen es hier schön. Und jetzt sieht natürlich die Anlage geschlossen aus nach allen Seiten. Egal, wo ich jetzt sozusagen hinzeige, das ist geschlossen. Das sieht nett aus. Und an dieser Stelle brauche ich mal keine Sorgen mehr zu machen, dass irgendwas verdreckt, dass alles irgendwo unansehnlich wird oder dass ich nur noch am Putzen bin und so weiter und so fort. Ja, das wollte ich euch diese Woche zeigen. Ich fand es sehr interessant, dass man eben alles jetzt zu hat, dass man keinen Staub mehr reinkriegt und jetzt kann ich an anderen Projekten weiterarbeiten, ein paar Fahrvideos wieder reinbringen und auch entsprechend dann die Landschaft weitergestalten, dass alles hübsch wird. Und die neue Idee, die ich mit meinem Sohn mir überlegt habe, das möchte ich euch natürlich dann auch noch zeigen. Dann würde ich sagen, war es das für die Woche. Ich danke euch fürs Reinschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche Freitag dabei seid. Wie gesagt, wird wie immer ein interessantes Video. Und dann sage ich Tschüss, macht's gut, bis dahin, euer Uli aka Aquapinter. Tschüss!